Hallo und hiermit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Yo! Ja, und heute haben wir einen Special-Gast dabei. Nämlich mich. Hi. Hi Clara, du bist wirklich die Allerbeste und ja, Du auch. Du bist auch die Allerbeste. der Allerbeste. Nein, die Allerbeste, das habe ich extra gesagt. Wieso? Aus Spaß. Ach. Da-da-da-da-da-dam-da-dam-dam. Eine wunderbare Tafel mit meinem Namen drauf. Da Ja. danke ich dir für, Ja, Angelo. weil ich dich so unglaublich gerne hab. Aber naja, das von Denise habe ich jetzt mittlerweile abgefackelt. Das hat auch seine Gründe. Aber, Ja. jo. Krass. Naja, wie dem auch sei, hier hat sich nicht viel Neues ergeben auf diesen behinderten kleinen Pissinseln. Ja. Und eine habe ich natürlich freigehalten, damit du auch ein bisschen was drauf bauen kannst. Ja, danke schön. Ja, mache ich doch gerne. Ich habe auch da ein bisschen noch Sand drauf geschüttet. Das hat auch noch eine Stunde gedauert, oder? Naja, eher gesagt eine Viertel. Ja, ist ja nur 45 Minuten Unterschied. Ja, aber solange es für dich ist, ist es ja immer 100 pro, muss ich sagen. Also, da kann man nichts falsch machen. Oh Mann, eine wunderbare Insel. Eine wunderbare Insel am Arsch der Welt. Ja, toll. Und dieser Arsch ist sogar noch voll fett. Ah, ja. Du übernimmst jetzt mal eben und baust dir Okay. eine Hütte, versuchst zu überleben, irgendwie, keine Ja. Ahnung. Ja, danke. Was für Danke, dafür brauchst du dich nicht zu bedanken, ich helfe dir beim Oh, what the Überleben. fuck? Mann, falscher Knopf, schon wieder. Falscher Knopf. Nee, das andere links. Ja, ich spiele Minecraft nicht ganz so oft, deswegen. Naja. Und die Maus ist auch nicht allzu bekannt für viele Leute, die Apple-Maus. Ja. Mit der Magic Mouse kommt nämlich fast kein Mensch zurecht, außer mir und drei anderen, die ich kenne. Tja, das ist das Schöne an Apple. Niemand versteht es, aber jeder hasst es irgendwie. Keine Ahnung. Ja, Aber deswegen bin natürlich. ich auch so ein Apple-Fan und halt auch dazu. Überall, wo der Apfel drauf ist, das ist eigentlich ganz relativ schön. Ja. Das Einzige, was auch schön ist, wo kein Apfel drauf ist, das bist vielleicht du oder noch so eine andere, die ich aus der Schule kenne. Aber, Okay. naja, wie dem auch sei. Okay, lass mich mal sehen. Ich habe hier schon mal ein bisschen was Zeug so ausgewählt. Okay. Fangen wir erstmal an mit dem Sandstein. Damit wollte ich nämlich mal ganz falsch. Ah, falscher Knopf. Mann! Soll ich Okay. dir helfen? Na, ah, geht schon. Okay. Jetzt müsste eigentlich gehen. So. Wuhu. Damit wäre ein. Ich habe jetzt einen ganzen Block falsch gesetzt. Mann! Mich nennt man sogar den Blockbuster. Den Blockbastard? Blockbuster. Ach so. Ja, falsch verstanden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass links an der Aufnahme irgend so ein Pixel noch aus Versehen mit drüber gegangen ist. Aber naja, ist scheißegal. Ich denke, die Zuschauer wird es nicht stören, weil die jetzt gerade ein Special am Laufen ist, würde ich sagen. Passt schon. Ach, du musst mal öfters dabei sein. Ich denke, es werden die Leute ziemlich schön. Ja, ich würde gerne noch mal dabei sein, aber jetzt sind wir erstmal bei der Aufnahme, ne? Ja, ein Part geht 15 Minuten und naja, eine halbe Stunde sind zwei. Und ups, boah. Ich komme ja die ganze Zeit an dieses doofe, komische Mausrad da. Das ist kein Ja. Mausrad, auf der Magic Mouse gibt es nicht mal eins. Die Magic Mouse ist das Mausrad. Ja, Die meinetwegen, Magic mir doch egal. Mouse ist wie Chuck Norris, sie kann alles. Ja, sicher. Möchtest du vielleicht noch ein Mausespeck? Ah, danke. Ja, gut. Aber trotzdem danke. Dingens, ich wollte mir einen Burger machen. Sollen wir uns den vielleicht teilen gleich oder so? Ja, meinetwegen. Ich mag Okay. Burger. Weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe? Was denn? Wie schmeckt eigentlich ein Krabbenburger? Ein Krabbenburger. Einmal wird das Rezept in einer Folge, glaube ich, sogar verraten. Bist du bescheuert? Doch. Das Rezept vom Krabbenburger? Ja, nee, ist klar. Ja, einmal wird das verraten. Ich weiß aber nicht mehr, welche Folge das war. Klar, vom Krabbenburger. Genau, in einer der ersten. Ich glaube, Gedächtnisverlust. Ja, so hieß die Folge. Das war mit diesem Blubberbären halt. Ah, fuck. Und da hat SpongeBob Schmeckt er gesagt, aus? ich kann nicht Brötchen, Senf, Tomate und da irgendwie dann habt ihr das komplett durchgeredet, alles was auf dem Krabbenburger drauf ist.
Tja. Aber da gibt es ja angeblich noch so eine Geheimsoße, eine Geheimessenz oder irgendwie ganz viele Sachen. Ja, die geheime Essenz, die kenne ich auch. Du kannst übrigens nur Holztüren einfach so aufmachen. Für Metalltüren brauchst du eine Druckplatte oder einen Schalter oder einen Hebel. Ich glaube, mit dem Bettchen. Das hättest du mir vorher sagen können. Ja, tut mir leid. Ich bin doch sonst immer so ein Engel. Da musst du jetzt einmal halt mit leben, dass ich nicht so nett bin. Naja, was soll's? Nein, war ein Witz. Ich bin kein Engel. Ich bin eher ein Bengel, Digga. Digga. Digga, Nigger, Mudafiger oder so. Nein, hat mir mein Kollege gesagt, als ich ihn Digga genannt habe. Ja, sicher. Habe ich zu ihm gesagt, sorry, ich nenne dich nicht mehr Digga, Digga. Und er hat mir, Junge, hör auf. Ja. Ja. Moment, machen wir damit das alles. Ich habe es nicht, keine Lust, das alles wieder zu. Nee, Moment. Moment. Falsch doch, hier. Irgendwas. Mann. Soll ich dir mal zeigen, wie man sich ein Sofa bastelt? Ja, ich mach mir erstmal hier Fußboden. Boah. Krass. Was? Fußboden und das, wie soll man denn da hochkommen? Springen? Ja. Dafür gibt's Treppen. Ja, egal. Passt schon so. Ich werde es jetzt so haben und dann. Ja, klar, ich will dir da auch in deine Bauweise nicht einfallen. Ja. Ich finde das ziemlich schön, wie du baust. Danke. Ach, brauchst dich nicht zu bedanken. Ist doch mein Ernst. Oh Gott. Ich hab vorher noch eigentlich, naja, genau genommen habe ich vorher noch nie Minecraft gespielt. Ehrlich nicht? Nö. Naja, es gibt auch Treppen, halt Fackeln und alles. Ja, dass es Treppen und Fackeln gibt, das weiß ich. Kannst auch Fenster einbauen, Leitern. Ja, das weiß ich auch. Kannst Sofa bauen, kannst eine Küche bauen mit Crafting Table. Ja, ich kenne Minecraft, aber ich habe es noch nie gespielt. Ja, aber es gibt so manche Sachen, die sind erst neu dazugekommen zum Beispiel und die kennt noch nicht jeder. Ach, wie schön ist das. Ein wunderbares Haus. Einfach mal hier zusammen chillen und naja. Ja. Und Glas. Zusammen Minecraft zocken, das ist echt schön. Glas. Ups. Yeah. Ein wunderbares Fenster. Klasse. Frag schon wieder falsche. Ich will falsche Knopf drücken. Mann. Alter. Langsam fängt es zu nerven. Hör auf zu lachen. Wieso? Ich lach nicht. Du lachst. Nein, ich lach nicht. Das nennt man Reflex auf etwas Lustiges. Ja, heißt lachen. Ja, ich wollte nur nicht so viel sagen. Wegen dir. Ja. Nein, ehrlich. Tut mir leid. Alter, verarsch mich nicht. Ich meine übrigens nicht dich. Ja, wie soll ich dich auch verarschen? Ja, bin sowieso viel schlauer als du. Ja, Blondinchen, das sehen wir dann beim nächsten Wettbewerb. Aber erstmal. Ey, zumindest bin ich schneller als du. Wo drin schneller? Fahrradfahren. Fahrradfahren, ja, du hast auch eine Abkürzung genommen. Ja und? Du hast nicht gesagt, dass es verboten ist. Ich habe aber nicht gesagt, dass es erlaubt ist. Ja, und auch nicht, dass es verboten ist. Ja, aber trotzdem. Nix trotzdem. Du hast nicht gesagt, dass es verboten ist, also habe ich es gemacht. Okay, du hast gewonnen. Du hast verloren. Du hast gewonnen. Was möchtest du, weil du gewonnen hast? Gar nichts. Das ist aber schön. Es reicht mir zu wissen, dass ich gewonnen habe. Wie viele Türen habe ich denn jetzt dabei? Setz in das Wort Türen noch ein K und manche Leute fühlen sich bei diesem Part etwas angepisst. Lustig. Wie macht man Tür? Wie kommt man eigentlich durch die Tür durch? Ich habe keinen Bock, den mal wieder wegzumachen. Rechte Maustaste. Alles klar. Dankeschön. Zack. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Du kennst Minecraft ja nicht und ich wollte dir einfach nur weiterhelfen. Ich sag trotzdem Danke. Das finde ich aber nett. Aua. Runtergefallen. Autsch. Jetzt Gras. Aber nicht rauchen. Aber nicht rauchen. Krasser Humor, ey. Ja. Wenn du jemals anfängst, Drogen zu nehmen, dann hau ich dich. Wieso? Weil du keine Drogen nehmen sollst. Ist so. Woher willst du das denn wissen? Ich meine, du rufst mich ja nicht mal an. Wenn einer anruft, dann bin ich das. Ja und? Ja, kannst du mich vielleicht auch mal anrufen? Das fände ich ziemlich nett von dir. Du lässt mich immer irgendwie, keine Ahnung, einfach links liegen jetzt oft. Das finde ich nicht so nett. Ich bin Mädchen, ich mach sowas nur mal.
Was hast du nochmal gesagt? Rechte Maustaste? Rechte Maustaste. Ja, komm nicht hoch. Oh ja, das reicht. Cool, danke. Ich hab schon wieder voll. Wie kommen wir nochmal hoch? Nein, warte ganz kurz. Ja, ah ja, so. Gut, danke. Ich bin nicht hier oben. Jetzt kann ich hier auch mein Fenster einbauen. Mein tolles Fenster. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Mein tolles Fenster. Falsche Taste schon wieder. Ich hasse das. Ich hasse es. Fenster. Ja. Und los. Ich wollte mir ja nochmal so ein 5 gegen Willi Haus bauen, dass ich bei Minecraft. Was denn? Bescheuert wird er so? Nein. Was glaubst du, wie blöd ich aus der Wäsche geguckt habe? Mein Kollege hat mir so gesagt, ey Junge, hast du schon mal 5 gegen Willi gespielt? Ich sag so zu ihm, nein. Sagt er so, weißt du überhaupt, was das ist? Ich sag so zu ihm, nein, was ist 5 gegen Willi? Hat er mir das erklärt. Ja, und als ich es dann wusste, habe ich gesagt, yo, sag mal so. Jedenfalls fand ich es nicht so cool, dass er mich da so verarscht hat. Und mir nicht gesagt hat, was das bedeutet, weil das Nein, das hat sich dann schon irgendwie blöd angehört, vor allem für einen 16-jährigen Jungen. Aber bleiben wir mal außen vor und reden über ein anderes Thema. Ja, ich glaube nur kaum, dass das hier ein gutes Thema wäre. Dass das ein gutes Thema wäre, ey. Nee. Ich habe mal eine kleine Frage. Hm? Hast du am Valentinstag eigentlich Zeit? Weil ich habe da so gut wie nie was vor. Tja, kann sein. Weiß ich noch nicht. Dauert ja noch ein bisschen. Ja. Ich weiß das selber gerade noch nicht. Kann ja alles sein, das ist noch einige Zeit hin. Oh, was ist das denn? Was? Das da. Das ist eine Tür. Ah, eine Tür. Nur halt als Item. Tun wir mal die Türen hier raus. Die brauchen wir jetzt ja nicht. Ich nehme jetzt mal Redstone fucking Fackel. Ja. Eine Fackel. Mal sehen. So, was haben wir denn noch? Du könntest ein paar Bücher dahin tun. Ein paar Bücher? Ich will doch keine Streberbude machen. Das denkst du dir sicher gerade. Nö. Echt nicht? Ich lese doch auch. Ach so. Hä? Warum sollte ich? Aber ich habe keinen Bock auf. Ich habe keinen Bock auf Bücher. Ich lese auch, aber ich habe keinen Bock auf Bücher. Du bist echt eine. Ja, aber nicht. Ich lese nicht. Ich lese nicht so oft. Also ich lese im Moment ein Buch, das heißt... geile Treffer, ey. Das heißt... ja, halt die... Nein, du brauchst es mir nicht sagen. Moment, ich hast du mich rausgebracht, danke. Tut mir leid. Auf jeden Fall lese ich im Moment ein Buch, das heißt Sophies Welt. Das ist total cool. Ja, und ich lese immer deine Tagebücher, nein, Scherz. hast du Pech gehabt? Ich habe kein Tagebuch. Ach so, Warum soll ich Tagebuch machen? Ja, genau. Damit so Pädophile wie du mein Tagebuch lesen? Pädophil, du weißt doch gar nicht, was das heißt. Sicher weiß ich, was das heißt. Völlig doof. Aber trotzdem, ey. Was glaubst du, wie alt ich bin? 13 und ich bin 16, ey. Das hat noch gar nichts zu sagen. Klar weiß ich das. Pädophil kann man erst sein, wenn man 18 ist. Fuck. Und da muss der Altersunterschied mindestens irgendwie bei 12, 13 Jahren liegen. Nee, Scherz. Bei 10. Aber ist auch egal. Ich will auch nicht über Pädophile oder so reden. Hallo? Und bitte beleidigen mich auch nicht als ein. Ich bin keiner. Wer weiß. Was für wer weiß, ey. Bin ich nicht, hallo? Ja, keine Sorge, weiß ich doch. Meine Güte, ey. Manche meinen heute noch 14 und 16 würde was mit Pädophile zu tun haben. Okay, das ist wirklich ein bisschen krank. Ja, ich weiß. Vor allen Dingen, das ist das Normalste überhaupt. 2 Jahre Unterschied. Ja, passt schon irgendwie. Okay. Jetzt haben wir auf uns über Pädophile oder 5 gegen Willi oder sowas zu unterhalten. Wieso? Okay. Wir sind Kollegen, wir können doch über alles reden. Ich bin ein Mädchen, aber danke. Ja und? Ey, als Kollegen muss man über alles reden können. Wenn, dann schon Kollegin, verstanden? Ja, ist ja gut, Kollege. Kollegin meine ich, scheiße. Ich sag einfach Clara. Ja, das passt schon. Ja, von beiden etwas. Nein, Scherz. Lustig. Ich liebe es. Ich mache immer so gerne dann Trollface, wenn ich sowas sage. Ja, kannst aber nicht. Doch. Naja, Pech gehabt, das. Ich kann's. Oder dieser Typ, der dann immer, warte, wir müssen den Part gleich beenden, auf 15 Minuten, das steht hier links. Oh ja.
Genau, dann machen wir einen zweiten. Ja, klar. Ja, klar. Ja, dann habe ich bestimmt auch mal endlich mal mein Haus fertig. Ja, gut, dann bis zum nächsten Part.